Hey Leute, moin moin, herzlich willkommen zum heutigen Video. Es ist der 16. Dezember 2019 und der ein oder andere von euch wird sicherlich wissen, dass ich heute Geburtstag habe, aber die meisten wahrscheinlich nicht, ist auch klar und natürlich. Alles gut, ich wollte einfach nur so ein kleines Talk-Video veranstalten hier heute. Einfach, weil ich Bock drauf habe. Ziemlich doll. Und erstmal herzlich willkommen. Und die erste Sache, heute gibt es natürlich kein Gameplay, ihr seht da irgendwie ein tolles Bild von so einem Steg im Hintergrund, das ist richtig schön. Aber wie gesagt, heute geht es nur ein bisschen um ein bisschen Pläuschen halten, ein bisschen reden. Das heißt, ich denke mal, mit normalen Videos geht es dann ganz normal morgen weiter. Von daher, an alle, die sich das jetzt hier nicht so wirklich anhören wollen, verstehe ich. Ich wollte einfach nur ein paar Worte loswerden auf ganz entspannter Basis, von daher. Genau, an alle, die das nächste Mal wiederkommen, macht's gut. Und ja, wir wollen heute mal ein bisschen quatschen. Eigentlich könnte ich das super gut im Streams machen, nur das Problem ist, die einen oder anderen von euch werden es gemerkt haben, ich streame aktuell nicht. Und der letzte Stream war am 28. Mai. Das ist ein bisschen her jetzt mittlerweile. Viel zu lange her, um ehrlich zu sein. Aber das ist unter anderem eins der Themen von heute. Dieses Jahr war nämlich ein bisschen anders für mich, das erste Berufsjahr. Und das hat halt ultra viele Veränderungen gebracht. Ich meine, meistens eigentlich eher nur positive, aber halt auch, was YouTube angeht, vor allem ein bisschen negative Sachen. Zeit halt, ganz klar. So, und ich wollte einfach ein bisschen drüber reden. Wie gesagt, heute überhaupt nicht irgendwie mit mieser Stimmung oder so, sondern ich will einfach was loswerden. Das heißt, die Leute, die sich es anhören wollen, wir können gerne ein bisschen in den Kommentaren reden oder so. Das würde mich sehr freuen. Wenn nicht, ist das auch nicht so schlimm. Ein Stück weit tue ich das Video auch einfach für mich machen. Weil ich habe rausgefunden, so wenn ich die Videos, ich habe das ja schon mal gemacht, so wenn ich die Videos der letzten Jahre so angucke, wenn ich immer mal so ein bisschen über die aktuelle Lebenssituation geredet habe, dann war das immer extrem interessant für mich, jetzt im Nachhinein da nochmal reinzuhören, was ich da so von mir gegeben habe, weil ich kann mich da nicht mehr so richtig dran erinnern. Und das ist also in dem Sinne auch eine ziemlich coole Nachricht für mich selber. Einfach nochmal zu hören, jo, was hat der Vergangenheits-Mario da vor ein paar Jahren mal gesagt. Von daher habe ich ziemlich viel Lust, einfach mal dieses Video zu machen. So, jetzt aber erstmal zu der generellen Lage bei mir. Erstmal, mir geht es eigentlich schon super gut. Ich kann mich nicht beklagen, ich bin gesund. Eigentlich alles wunderbar. Und das ist schön so. Man sollte eigentlich immer irgendwie, keine Ahnung, froh sein, dass man hat, was man hat. Aber ich denke, das ist klar. Ich denke, aber weil ich selber vergesse das hin und wieder mal, einfach mal zu sagen, jo, ich bin gesund, jo, ich habe eigentlich ein ganz cooles Leben. Man konzentriert sich immer viel zu sehr auf die etwas negativen Seiten. Wenn irgendwas stört, das fällt dann halt sofort auf. Aber das, was man hat und das, was gut ist, was toll ist, das fällt gar nicht so doll auf. Und das ist so eine Sache des Denkens, wenn man sich da so ein bisschen hin und wieder mal dran zurückerinnert, dann hilft das auch, die nicht so schönen Sachen ein bisschen besser zu verkraften. Von daher, das ist immer gut. Aber ja, hey, eigentlich bei mir alles super. Ich kann mich nicht beklagen. Und das ist sehr, sehr schön. Wie gesagt, seit April bin ich jetzt am Arbeiten. Und ich habe so viel erlebt schon und so viel schon getan. Ich bin einfach glücklich. Ich habe richtig was Tolles gefunden. Und im Endeffekt bin ich wunschlos glücklich dort. Als Azubi, ja, ich bin Azubi. Das ist so richtig witzig irgendwie jetzt so. Aber ja, so ist es halt. Aber dafür, dass ich Azubi bin, habe ich halt extrem viel Verantwortung schon, würde ich fast von mir selber behaupten. Und das tut mir gut. Die Art und Weise, wie ich arbeite, das ist toll. Das gefällt mir ultra gut. Und deswegen bin ich auch sehr, sehr glücklich. Und ich habe Bock, mich richtig weiterzuentwickeln die kommenden Jahre. Also immer besser zu werden. Ich denke, das ist natürlich erstmal, wenn das gegeben ist, dann kann man, glaube ich, sehr zufrieden sein. Und wie gesagt, meine Stelle ist super. Von daher, alles tutti. Aber das auf YouTube bezogen jetzt, und das ist ja das, worum es jetzt irgendwie gehen soll auch, ist natürlich schwieriger geworden, seit April da irgendwie was Vernünftiges zu machen. Vor allem Streams kamen eigentlich gar nicht mehr. Ist eigentlich verrückt, weil ich habe die letzten Jahre ja fast nur noch gestreamt. Und das ist auch, um ehrlich zu sein, immer noch das, was ich am liebsten tue, für euch streamen. Deswegen müssen wir das auch wieder in den Griff bekommen, aber dazu kommen wir gleich.
Erstmal jetzt zu den Weihnachtsvideos, weil die sind ja jetzt seit 8 Jahren. Jedes Jahr mache ich Weihnachtsvideos. Das ist richtig cool. Das ist wirklich so cool, da auch die Entwicklung zu sehen, was ich vor 8 Jahren da veranstaltet habe. Das ist zwar jetzt nur noch purer Quinch und da kommt die Tage auch nach dem Watching Old Videos, by the way. Das, darauf könnt ihr euch drauf freuen. Das ist witzig. Aber gut. Ja, aber jetzt von Jahr zu Jahr wird das immer irgendwie ein bisschen cooler, ein bisschen anders. Ich bin sehr zufrieden eigentlich auch mit den Videos. Ich bin wirklich, wirklich sehr zufrieden, gerade zum Beispiel jetzt auch mit den Bus-Simulator-Videos. Grüße gehen raus an dich, Paul, dass wir das aufgenommen haben. Ist einfach Wahnsinn. Ja, also ich bin wirklich sehr, sehr zufrieden. Nichtsdestotrotz kamen jetzt die letzten 2 Tage kamen keine Videos. Ja, dem einen oder anderen scheint es aufgefallen zu sein. Das, obwohl ich gesagt habe, es kommt täglich ein Video, habe ich das jetzt dieses Wochenende nicht durchgezogen. Das hat jetzt gar nicht so den krassen Grund. Ich habe mich irgendwie dieses Wochenende nicht so danach gefühlt. Mir geht's gut, alles super, aber irgendwie, weiß ich nicht, konnte ich mich nicht so richtig aufraffen. Ich habe Sachen gemacht, ich habe auch Sachen aufgenommen, so, alles gut und schön, aber ich habe dann irgendwie, ja, ich weiß nicht, irgendwie, ja, nee, irgendwie wollte ich nicht das nutzen. Irgendwie war ich damit nicht so zufrieden und dann habe ich mir auch gedacht, okay, dann machst du einfach mal nichts. Das ist dann halt so. Und das heißt jetzt nicht, dass es jetzt nicht weitergeht mit den Videos. Das geht weiter, alles gut. Vielleicht nicht wirklich jeden Tag. Vielleicht kann ich dafür mal tatsächlich mal streamen oder so. Deswegen, ich möchte da jetzt nicht zurückrudern. Aber vielleicht, wenn es den einen oder anderen Tag mal kein Video gibt, will ich mir da selber nicht den Stress machen, weil das ist mir aufgefallen. Ich habe mir extrem selber Stress gemacht, dass ich das unbedingt schaffen muss. Nicht, weil ich jetzt irgendwie sonst richtig Ärger kriege von euch, wenn ich jetzt irgendwie nicht die Videos hochlade. Das ist halt nicht so, alles gut. Ich mache mir aber selber so ein bisschen den Stress, weil ich es halt gesagt habe. Und ich will mir das selber einfach beweisen, dass ich das neben der Arbeit noch schaffe und so. Aber alles gut. Ich meine, ich habe jetzt hier von 16 Tagen habe ich 14 Videos gemacht, so. Das ist wirklich sehr vernünftig, würde ich behaupten. Und ich bin auch wirklich, wie gesagt, mit den Videos, die online sind, bin ich super zufrieden. Und das ist einfach toll. Und ich bin einfach froh, dass ich weiterhin so bei YouTube jetzt wieder am Start bin seit Dezember. Das hat mir sehr gefehlt in der Zeit, wo ich jetzt mich erstmal an den Arbeitsrhythmus gewöhnt habe. Da kam YouTube viel zu kurz und das ist eigentlich ziemlich, ziemlich traurig. Ich bin auch eigentlich wütend. Also auf mich selber, auf niemanden anderen, auf mich selber natürlich, dass ich das einfach nicht geschafft habe, weil, wenn man mal ehrlich ist, die Zeit ist knapp, aber sie ist da. Ich hätte das schon geschafft, aber ich habe halt auch häufig, ihr kennt das, diejenigen von euch, die schon arbeiten, die werden das kennen, wenn ihr abends nach Hause kommt, dann ist das halt einfach so, jo, also eigentlich will man einfach nur noch abschalten, so, wisst ihr? Und YouTube ist jetzt keine Arbeit im Sinne für mich, um Gottes Willen, aber es ist dennoch, man muss sich aufraffen, man muss arbeiten, das ist halt so. Und deswegen habe ich da häufig einfach den leichten Weg genommen, einfach nur gezockt oder einfach nur entspannt gechillt, Netflix, keine Ahnung. So ist es halt. Aber das soll sich jetzt so ein bisschen ändern. Ich habe jetzt gemerkt, so jeden Tag, das ist wirklich krass, so, also ich kam wirklich nach Hause so und habe wirklich quasi durchgearbeitet, bis ich ins Bett gegangen bin. Das tut mir auch nicht gut. Das kann ich auch nicht durchhalten, so. In dem Sinne sind Videos trotzdem einfacher als Streams, finde ich, weil Videos kann ich bearbeiten, wenn ich möchte und Streams, ja, geht halt nur dann live halt, logischerweise. Aber ich will definitiv wieder mehr streamen. Ich denke mal, das, ja, ist halt dann unter der Woche halt abends halt ein paar Stunden nur möglich. Garantiert auch nicht täglich, aber das ist in Ordnung. Ja, und am Wochenende kann man dann noch ein bisschen mehr eskalieren, aber wie gesagt, ich möchte mir da tatsächlich ein bisschen selber den Druck nehmen, den ich mir jetzt im Dezember gegeben habe. Ich denke, das ist in Ordnung. Wie gesagt, zu all den Themen ein bisschen gerne eure Meinung in die Kommentare. Das ist ja auch alles super. Ich wollte das einfach nur mal loswerden. Ja, ich wollte das einfach nur mal loswerden. Von daher, Streams sind eigentlich schon, dass ich das jetzt wieder auf die Regel bekomme, das ist ganz wichtig für mich. Aber auch die Videos werde ich jetzt durchziehen, so wie im Dezember. Also, wie gesagt, vielleicht nicht wirklich täglich, aber wir werden einfach mal sehen. Ich will mir da selber so ein bisschen den Stress jetzt nehmen. Das muss jetzt sein, weil ja, keine Ahnung, Dezember ist ja auch eh der Monat so, keine Ahnung, ich habe jetzt auch Geburtstag und es kommt Weihnachten. Man will ja so ein bisschen den Dezember genießen und wenn man halt nur am Arbeiten ist, dann kann man das nicht tun und das fände ich so ein bisschen schade für mich selber. Deswegen, ja, dass ihr da Bescheid wisst. Aber ich will es unbedingt schaffen, dass wir jetzt spätestens im Januar dann wieder vernünftig streamen. Das würde mich sehr freuen. Einfach, keine Ahnung, abends den Stream und ein paar geile Spiele zocken. Das ist halt an und für sich auch sehr entspannt und ich glaube, das kann mich auch so ein bisschen ablenken von Arbeitsalltag, so, wenn man einfach mal ein bisschen gestresst ist, dass man da dann nochmal ein bisschen abschalten kann. Gut, das kann man so oder so, aber ihr wisst, was ich meine. Von daher,
ja, das ist so ein bisschen meine Situation gerade, dass ihr da so ein bisschen Bescheid wisst für diejenigen unter euch, die sich das mal gewünscht haben, dass ich mal ein bisschen was erzähle, was so los ist. Eigentlich, wie gesagt, ich kann mich gar nicht beklagen. So, ansonsten, ehrlich gesagt, habe ich irgendwie von mir selber gedacht, ich könnte jetzt hier sonst was für wie viel Stunden labern, aber das ist gar nicht so. Also ich wollte eigentlich nur das sagen, was ich jetzt gesagt habe. Und mehr ist es eigentlich gar nicht. Von daher will ich das auch nicht unnötig in die Länge ziehen. Ich glaube, ja, das soll es soweit gewesen sein tatsächlich. Deswegen, vielen, vielen Dank für diejenigen unter euch, die sich das hier angehört haben. Einfach ein kleines Status-Update, was bei mir so abgeht. Warum so lange keine Streams mehr kamen. Wie gesagt, das ändern wir. Ich hab Bock. Aber ja, ansonsten wünsche ich euch allen richtig schöne, festliche Tage. Ansonsten vielleicht sehen wir uns ja in Videos oder Streams von mir wieder noch. Aber ja, macht's gut. Ich hoffe, euch geht's gut und bis dahin. Ja, ich bin raus. Euer Mario. Macht's gut. Tschüss.